Herzlich willkommen zum Vortrag Digitaler Konsum, Handel und Dienstleistungen. Mein Name ist Werner Ilsinger, ich bin Präsident der Digital Society. Die Digital Society ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen und Unternehmen dabei unterstützt, die digitale Transformation positiv zu gestalten und zu nutzen. Das Thema unseres heutigen Tages ist der digitale Konsum in Handel und Dienstleistungen. Corona hat unsere Welt deutlich verändert. Viele Dinge waren in den Lockdowns nicht möglich, so auch in Geschäfte zu gehen und dort etwas einzukaufen. Das hat den Onlinehandel und Online-Dienstleistungen beflügelt. Mittlerweile verwenden über 80% der Österreicherinnen und Österreicher das Internet, um digital Dienstleistungen oder Produkte einzukaufen. Worüber sprechen wir also heute? Wir besprechen über Themen wie der stationäre Handel auf die Krise reagiert hat und neue Geschäftsmodelle entwickelt hat, wie zum Beispiel Click and Collect. Wir sprechen aber auch über Online-Beratung, wie zum Beispiel Rechtsanwaltsberatungen oder Steuerberatung oder andere Beratungsthemen bis hin zur Psychotherapie, die mittlerweile auch online stattfinden kann. Wir sprechen natürlich aber auch über den Online-Handel. Wir sprechen über kreative Ideen, wie zum Beispiel die Online-Bierverkostungen, wo eine Brauerei Biersorten in einem Paket zu den Kundinnen und Kunden geschickt hat und der Braumeister dann online gemeinsam mit den Zuseherinnen und Zusehern vor den Bildschirmen die Biere, die vorher eben zugesendet wurden, durchprobiert und verkostet hat. Damit schaffe ich es auch zum Beispiel, fehlende Dinge in die Online-Welt zu bekommen, wie Geschmack und Geruch, und kann damit auch Produkte vor Ort sozusagen für den Konsumenten oder Konsumentinnen und Konsumenten angreifbar machen. Natürlich fehlt dabei aber auch nicht die Logistik. Irgendwie müssen die Waren, die wir kaufen, ja zu uns kommen, und in diesem Bereich sind die Logistiker gefordert. Wir sehen hier abgebildet eine Dame, die gerade Essensbestellungen hier zu der Konsumentin liefert oder einen Botenfahrer, der gerade ein Paket in seinen Händen hält. Es nehmen aber auch hier die Automatisierungen zu. Es ist hier abgebildet eine Paketabholstation, wo ich die Pakete so in 24 Stunden am Tag abholen kann und die Logistik die Pakete nur noch zu diesen Abholstationen bringen muss und nicht mehr zu jeder Türe in einem Haus. Was sind also die Vor- und die Nachteile für Konsumentinnen und Konsumenten und für die Anbieter in diesem Bereich? Die Vorteile für Kundinnen sind, dass die Waren und Produkte 24 Stunden am Tag bestellbar sind. Das heißt, ich kann auch um 3 in der Früh in das virtuelle Geschäft gehen und nach meinem Produkt suchen und das auch bestellen. Es ist jederzeit und überall mit dem Handy möglich, Produkte oder auch Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, und ich kann auch über die modernen Mobilfunknetze Beratungsleistungen beispielsweise über das Handy in Anspruch nehmen. Es gibt für die Kundinnen und Kunden eine riesige Auswahl und die Produkte sind kurzfristig verfügbar, oft schon am nächsten Tag. Es gibt Vergleichbarkeit und Bewertungen für Kundinnen und Kunden. Das heißt, ich kann im Internet mich über Produkte informieren und sehe, welche Erfahrungen andere Kunden und Kundinnen bereits mit den Produkten gemacht haben. Es gibt daher auch eine hohe Transparenz für die Preise. Das heißt, ich kann beispielsweise über Preisvergleichsportale mir den günstigsten Anbieter heraussuchen, der gerade auch vielleicht lieferfähig ist in meiner Umgebung. Für Anbieter gibt es aber auch eine große Menge an zusätzlichen Möglichkeiten. Durch die Bestellung und durch die Verfolgung im Internet kann der Anbieter sehr viele an Daten über seine Kunden gewinnen. Das heißt, ich weiß, welche Vorlieben meine Kundinnen und Kunden haben und kann dann gezielt darauf meine Angebote abstimmen.
Es ist auch ein gezieltes Marketing möglich. Das heißt, ich kann sehr gut meine Kunden targeten und kann hier genau gezielt meine Zielgruppe ansprechen. Im Online-Shop ist es auch möglich, Cross- und Upselling zu betreiben. Kunden, die jenes Produkt gekauft haben, interessieren sich auch für dieses. Und ich kann beispielsweise dann auch Bundles anbieten, bestimmte Dinge vergünstigt anbieten. Ich weiß auch, welche Produkte meine Kundinnen und Kunden gekauft haben und kann hier auch eben zusätzliche Produkte oder Erweiterungen zu diesen Produkten im Sinne des Upsellings anbieten. Für Anbieter gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Produkte und Dienstleistungen, abhängig natürlich von der Sprache, aber global zu vertreiben. Das heißt, ich kann auch als österreichischer Anbieter durchaus nach Amerika oder nach Australien verkaufen. Ich habe keine teuren Geschäftslokale, die mir notwendig sind und ich habe hier natürlich die Möglichkeit, statt einer interessanten Geschäftsfläche in einer gut frequentierten Lage eben einen Online-Shop zu betreiben und diesen weltweit auch bekannt zu machen. Anbieter haben natürlich auch viel größere Flexibilität durch diese Online-Shops und die Bestellabwicklung wird größtenteils durch den Kunden durchgeführt. Das heißt, ich brauche natürlich auch viel weniger Personal für die Online-Abwicklung und das sind sehr viele Vorteile, die es eben hier für die Anbieter gibt. Es gibt natürlich auch Nachteile. Die Ware für den Kunden oder Kundin ist nicht sofort verfügbar. Das heißt, ich kann nicht in einen Online-Shop hineingehen und mir das Produkt sofort mitnehmen. Das bleibt dem stationären Handel vorbehalten. Der physische Kontakt fehlt. Das heißt, ich kann auch nicht das Produkt angreifen. Ich kann es nicht fühlen, riechen, schmecken. Das ist auch etwas, das im Geschäft möglich ist, online aber nicht. Wir haben nur gerade vorher gehört, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, hier diese Dinge zu umgehen oder Lösungen dafür zu finden. Aber im Grunde genommen ist das auch ein Vorteil des stationären Handels. Auch Sicherheit, nämlich die Bezahlung. Ich gehe in ein Geschäft, gebe Geld her und gehe mit der Ware wieder aus dem Laden, ist ein Vorteil des Online-Handels, ein Vorteil der stationären Geschäfte gegenüber des Online-Handels. Ich kann hier von beiden Seiten davon ausgehen, in einem Geschäft ist es relativ sicher, weil hier eben der Kunde die Ware sofort bezahlt und hier die Sicherheit da ist, dass der Händler eben zu seinem Geld kommt und der Kunde zu seiner Ware. Versandkosten und ein Mindestbestellwert sind auch Nachteile des Onlinehandels, weil wenn ein Händler Versandkosten verlangt oder einen Mindestbestellwert, dann ist das natürlich auch eine Hürde für den Konsumenten, weil ich darauf schauen muss, dass ich sozusagen bestimmte Dinge bestellen muss und die sonst eben Versandkosten zu zahlen hätte. Umtausch und Reklamation kann zu zusätzlichen Kosten führen, wenn ich die Produkte eben zurücksende, dass hier eben beispielsweise die Versandkosten zu tragen wären. Der soziale Aspekt fehlt. Wir kennen das, wenn wir in Shopping Malls gehen, dann gibt es dort immer Restaurants oder auch ein Kino oder vielleicht eine Kegelbahn. Oder wenn wir in der Stadt spazieren gehen und shoppen gehen, dann gibt es natürlich auch hier in der Umgebung viele Restaurants, die davon leben, dass die Leute nach dem Einkaufen hungrig sind und sich vielleicht noch auf ein Café treffen oder etwas essen gehen. Dieser Aspekt fehlt hier natürlich auch beim Online-Shopping. Es kann Probleme bei der Lieferung geben. Ich habe auch selbst schon solche Probleme gehabt. Ein Beamer, der mir geliefert wurde, wurde über den Zaun geworfen. Er war dann auch natürlich sofort wieder kaputt. Also solche Probleme bei der Lieferung können auftauchen oder dass halt Pakete vor die Türe gestellt werden und wenn es regnet, dann kann das Paket oder die Lieferung natürlich vielleicht auch gleich kaputt sein. Es gibt online keine Beratung, das wird teilweise eben durch die Online-Bewertungen ersetzt, aber es gibt niemanden, der mir eben hier weiterhelfen kann und der mich hier beraten kann. Es gibt natürlich auch Hürden für manche Menschen, für die ältere Generation oder vielleicht auch für eingeschränkte Personen kann es teilweise schwierig oder unmöglich sein,
online die Möglichkeiten zu nutzen. Und ich habe natürlich auch als Thema, als Gegenüberstellung zum Vorteil des der Datengewinnung bei den Anwendern, das Problem des Datenschutzes. Das heißt, ich werde natürlich als Konsumentin und Konsument relativ transparent und oft ist gar nicht bewusst, wie transparent wir hier werden. Wenn ich als Anbieter auf die Nachteile der Online-Shops und Online-Angebote schaue, dann habe ich teilweise eben große technische Expertise, die notwendig ist. Wenn ich eben solche Angebote implementieren möchte, dann muss ich mich auskennen, wie das funktioniert. Ich muss mir einen Partner dazu holen, der mir einen Online-Shop erstellen kann. Ich habe teilweise hohe Investitionen. Ich brauche zusätzliches Know-how für die Vermarktung und die Sichtbarmachung meines Shops, weil den Shop zu erstellen alleine ist viel zu wenig, weil ihn ja niemand findet. Ich habe hier keine frequentierte Lage in einer schönen Shopping-Mall oder in der Stadt. Das heißt, ich muss irgendwie schaffen, dass ich Frequenz bekomme und dass mein Shop auch sichtbar wird. Ich bin teilweise abhängig von großen Plattformen wie Amazon, Google oder Facebook, die ich dazu verwenden muss, dass mein Shop gefunden wird. Ich bin teilweise im Wettbewerb mit Branchenfremden. Das haben wir bei den Taxis gesehen mit Uber. Das haben wir im Bereich der Hotellerie gesehen mit Airbnb. Und es gibt auch mit solchen Spielern teilweise ein nicht ebenes Spielfeld für die Anbieter. Also ein Beispiel wäre die Steuervermeidung der Großen. Große Unternehmen und Ketten zahlen teilweise sehr, sehr wenig bis gar keiner Steuer. Und wenn ich ein österreichischer Händler bin, habe ich natürlich überhaupt keine Möglichkeit, Ähnliches zu tun. Und auch für den Staat Österreich wäre es ein Problem, wenn plötzlich niemand mehr Steuer bezahlt. Das heißt, die Kleinen zahlen hier brav die Steuer, die Großen können das aber vermeiden und das wird mit dem Onlinehandel immer schwieriger. Der Onlinehandel hat aber natürlich auch als Negativum zum Geschäft mit viel mehr Retouren zu kämpfen. Gerade im Bekleidungshandel, die Kundinnen und Kunden bestellen teilweise zwei oder drei verschiedene Größen, um sicher zu sein, dass eine dann passt. Oder sie bestellen eine Größe, die passt nicht, senden es zurück und bestellen die nächste. Das heißt, gerade eben auch im Bekleidungshandel gibt es eine große Menge an Retouren. Welche Auswirkungen hat nun der Konsum im Online-Bereich? Welche Veränderungen sind hier zu erwarten oder welche gibt es denn überhaupt schon? Wenn wir uns den stationären Handel ansehen, und diese Grafik ist aus dem Jahre 2015, also lange bevor Corona überhaupt passiert ist, und die Prognosen sind dann für die laufenden weiteren Jahre von 2016 bis 2020, die sind hier mit einem P vermerkt, dann gab es schon eine Differenz sozusagen vom Gesamtmarkt zum Markt ohne Internet-Einkäufe im Jahr 2015. Von 24%. Und wenn wir hier die rote Linie verfolgen, das ist die Umsatzentwicklung im Bekleidungshandel, dann gab es schon im Jahre 2015 5 Jahre hintereinander ein Schrumpfen des Marktes des stationären Handels ohne der Internet-Einkäufe und trotzdem der Gesamtmarkt gestiegen ist. Das heißt, im Bekleidungshandel wurden Umsatzrückgänge im stationären Handel durch Umsatzgewinne im Onlinehandel wettgemacht und overall ist der Handel trotzdem noch immer gestiegen. Wenn ich aber ein Anbieter bin, der eben nur stationär anbietet, dann trifft mich natürlich dieses Schrumpfen ohne der Internet-Einkäufe voll. Und das ist auch der Grund, warum wir in Österreich immer größere Leerstände an Geschäftslokalen haben, weil eben Geschäfte zusperren und für diese Geschäfte dann auch kein Nachmieter mehr gefunden wird. Das heißt, diese beiden Dinge korrelieren. Und das Jahr 2020, das wir hier sehen, war damals eine Prognose und wir wissen, dass im Jahr 2020 der Onlinehandel dramatisch zugenommen hat und die Geschäfte natürlich zugesperrt hatten und es damit vor allem in den Lockdowns auch große Einbußen im Bereich des stationären Handels gegeben hat. Das heißt, das, was wir hier an Prognose sehen, ist natürlich nicht eingetroffen, sondern der Onlinehandel ist viel stärker gestiegen und der Markt ohne Internet-Einkäufe ist im vorigen Jahr eben noch stärker eingebrochen.
Wenn wir auf die darauf an einmal schauen, wo kaufen denn die Menschen in Österreich ein, dann sehen wir hier drei Kategorien. Dunkelblau gekennzeichnet sind die Verkäufe, die im Ausland getätigt werden, wo sich der Shop im Ausland befindet. Hellblau sind Shops, die sozusagen im Inland angesurft werden, aber wo sich die Zentrale im Ausland befindet. Das heißt, es gibt zwar einen österreichischen Shop, aber das Geschäft wird im Ausland gemacht. Und gelb sind hier rein österreichische Shops, wo die Zentrale auch in Österreich sich befindet. Wenn wir uns das also anschauen, dann sehen wir hier zwar große Unterschiede im Bereich der verschiedenen Branchen. Also im Beispiel im Drogerie-Parfümerie-Bereich sehen wir hier, dass es überhaupt keinen Shop in Österreich gibt und über 70% der Umsätze in Shops im Ausland gemacht werden. Im Bücherbereich ist das sogar über 80%. Hier gibt es aber auch zumindest einen kleinen Teil an österreichischen Shops. Und das beste Verhältnis sozusagen ist noch im Lebensmittelhandel, weil hier natürlich klar ist, dass im Lebensmittelhandel die Logistikwege relativ kurz sein müssen und wir ein Paket Milch nicht, sage jetzt einmal, von mir aus Norddeutschland oder aus Frankreich nach Österreich liefern wollen, weil bis das bei uns ankommt, wäre es verdorben. Das heißt, hier ist natürlich auch die Nähe zum Konsumenten wichtiger und daher gibt es auch hier 60% ungefähr an Shops, die im Ausland sind, aber die Zentrale sozusagen ist hier nur in einem kleinen Bereich im Ausland. Und wir sehen hier, dass also, dass die österreichischen, rein österreichischen Shops sozusagen 40% betragen. Was wir auch sehen, ist, dass bei den Online-Shops die 10 größten Online-Shops 50% des Umsatzes machen. Das heißt, es ist so, dass 10 Shops in Österreich 50% des Umsatzes machen und die restlichen 240 Shops sozusagen, wenn man das so möchte, die machen ebenfalls zusammen 50% des Umsatzes. Und diese Verschiebung wird immer stärker. Die 10 Online-Shops in Österreich, die 10 Top-Online-Shops in Österreich im Jahr 2019, also noch vor der Corona-Krise, sehen wir hier abgebildet. Wir sehen hier, ich glaube, dass es nur ein einziger Shop ist in dieser Liste, der rein österreichisch ist, die Firma E-Tech, die ja auch unter der Marke D-Tech jetzt vertreten ist. Die ist hier unter den Top 10 vorhanden. Und was auch auffällig ist, ist, dass neu hinzugekommen in dieser Top 10 Liste die Shop-Apotheke ist, die auch ein ausländischer Shop ist, die hier im Apothekenhandel eben nicht verschreibungspflichtige Medikamente vertreibt und die hat sehr, sehr stark auch zugelegt. Was hier in dieser Statistik zu sehen ist, ist, dass die großen Shops, also 1 bis 50 sehr stark und 51 bis 100 noch immer zunehmend ist. Die anderen Plätze aber entweder gleichbleibend, 101 bis 150, aber die kleinen Shops, also 100, die Shops im Ranking 151 bis 250 im Grunde genommen sehr stark verlieren. Das heißt, die kleinen Shops verlieren Umsatz. Die großen Shops, die 1 bis 50, gewinnen sehr, sehr stark. Was davon abgeleitet werden kann, ist, dass es die kleinen Shops immer schwerer haben, Geschäft zu machen und neue Shops, die hier auf den Markt kommen, eben es auch sehr, sehr schwer haben, überhaupt wahrgenommen zu werden und überhaupt Geschäft zu machen. Das heißt, die kleinen Shops sind sehr stark unter Druck und verschwinden natürlich damit auch teilweise. Die Zusammenfassung meines Vortrages ist also, der stationäre Handel schrumpft. Das tat er auch schon vor Corona. Also Bekleidungshandel war schon im Jahre 2015 seit 5 Jahren rückläufig. Das heißt, seit dem Jahre 2010 nahmen die Umsätze im stationären Handel ab. Es wird daher in Zukunft weniger Geschäfte und Handelsangestellte geben. Wenn die Geschäfte schließen, dann werden natürlich auch die Handelsangestellten dort arbeitslos.
und Corona hat den Trend hier nur beschleunigt. Die Leerstände beweisen das. Es gibt leerstehende Geschäftslokale in Wien. Der Leerstandsanzeiger in Wien zeigt, dass die Geschäfte im Grunde genommen langsam weniger werden und auch nicht mehr vermietet werden können. Der Onlinehandel wächst ca. 20% pro Jahr, aber 64% des Onlinehandels geht ins Ausland. Das bedeutet, dass auf jeden Fall auch im Ausland die Unternehmen versteuern und es natürlich daher auch im Onlinehandel keine Arbeitskräfte in Österreich geschaffen werden, weil wenn diese Online-Händler im Ausland sitzen, dann gibt es natürlich auch für diese Online-Jobs die Arbeitsplätze, die natürlich weniger sind als in den Geschäften, auch im Ausland. Die kleinen Online-Händler schrumpfen. Das heißt, es wird sozusagen die großen werden noch größer und es gibt nur mehr wenige Online-Riesen. Es kommt daher zu einer Monopolisierung im Online-Handel. Monopolisierung im Onlinehandel ist immer schlecht oder Monopolisierung ist generell schlecht für Kundinnen und Kunden, weil natürlich auch in einem Monopol die Abhängigkeit der Kundinnen und Kunden größer wird und damit natürlich es auch irgendwann einmal dazu kommen wird, dass hier die Monopole sich nicht mehr anstrengen müssen, die Kundenbedürfnisse entsprechend zu erfüllen bzw. auch preislich nicht mehr so attraktiv zu sein, wie wenn der Kunde eine große Auswahl hat. Die Logistik wird immer stärker automatisiert. In diesem Bereich kommen vollautomatisierte Lager, Abholstationen, Rückgabeautomaten und wenn wir uns vorstellen, dass es vielleicht irgendwann einmal in einigen Jahren auch selbstfahrende Autos gibt, dann können diese selbstfahrenden Autos zum Beispiel auch Abholstationen automatisiert bestücken. Das geht natürlich nicht, wenn ich in einem Haus zu jedem Bewohner des Hauses gehen muss, um dort Pakete auszutragen. Meine Vorhersage ist daher, dass auch im Logistikbereich Arbeitsplätze verloren gehen werden durch die Automatisierung und durch die Abholstationen. Das heißt, wir haben in Österreich natürlich auch das Problem, dass dadurch, dass sich diese Dienstleistungen und der Handel hier ins Ausland verschiebt, Arbeitsplätze verloren gehen. Und ich sehe auch nicht, dass diese Arbeitsplätze durch die Logistik in Zukunft aufgefangen werden. Vor allem in der Logistik ist es natürlich auch so, dass sehr viele Angestellte eher im unteren Lohnbereich beschäftigt sind, weil keine Ausbildung dafür notwendig ist. Und gerade hier, wenn Arbeitsplätze verloren gehen, dann wird es sehr schwierig sein, diese Menschen auch irgendwo anders unterzubringen. Das heißt, als Gesellschaft sollten wir uns überlegen, wie wir mit diesen Entwicklungen umgehen und ob wir als Gesellschaft hier gemeinsam mit der Politik Lösungen finden können, wie dieser Entwicklung entgegengewirkt werden kann. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite ngo/Veranstaltungen und zum Thema digitaler Konsum unter digisociety.ngo/digital-interessierte/konsum. Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam an der Lösung der Herausforderungen der digitalen Transformation zu arbeiten, damit wir diese neuen Chancen auch nutzen können. Die digitale Transformation, es geht dabei vorwiegend um die Menschen. Machen Sie mit, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, nach unserem Motto Changing the Digital World Together. Herzlichen Dank.